Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ranger, Käfer Valmia! Letztes Mal habe ich meinen ersten Auftrag gelöst. Es war in einer Höhle und es war ziemlich crazy drin. Es geht weiter mit einer optionalen Aufgabe, die in diesem Fall nicht optional ist. Die muss man sogar machen. Die allererste Auftrag, nicht Mission, Auftrag. Also ich es zu halten, meine Frau musste raus zur Ozeanhöhle, also war ich mit dem Melken dran, ne? Aber du kennst mich, ich habe schreckliche Angst vor Pokémon. Naja, und dann ist unser Milchkuh echt widerwillig und beißlustig. Ist mir egal, ob das jetzt eine Mission, ein Auftrag ist, ich brauche auf jeden Fall Hilfe! Kann irgendjemand mir ins Hof und muss Milchkuh wieder beruhigen? Ja, mache ich gerne. Oh, du machst das, sagst du? Du befreist mich von einer schweren Last. Okay, nur auch das erklärt ist, vergeudet mir hier nur noch Zeit. Ich fahre auf einen Hof auf dich. Nur dann, komm bald wieder. Ja, die Aufträge sind geil. Größtenteils. Damit hättest du deinen ersten Auftrag. Du sollst jetzt wissen, dass man immer nur einen Auftrag zur selben Zeit annehmen kann. Was auf Dauer ziemlich nervig sein kann, Leute. Ernsthaft, das kann so richtig... Weiter. Es sähe schlecht aus, wenn wir mehrere annehmen und dann einen vergessen würden. Oder mehrere annehmen und alle gleichzeitig ausführen würden, ne? Ne. Wenn du einen anderen Auftrag haben willst, musst du erst einmal den aktuellen Erfolg abschließen oder abbrechen. Je nachdem. Tjo, aber bevor ich gehe, bitte nochmal meinen Funcom aufladen. Vollkommen. Danke sehr. Danke fürs Aufladen. Komm, Pachirisu, wir fangen ein Miltank ein. Gleich in der Nähe hier ist das. Es ist nämlich hier, in diesem Gehege. Und ich habe noch immer Gerok dabei. What the hell, was macht denn das bei mir? Egal. Weiter hier. Und dann hier lang und das Miltank beruhigen, indem man es fängt. Da ist es. Na, unser Miltank! Es ist seit heute Morgen ununterbrochen in diesem mürrischen Zustand. Mama musste weg und ich habe einen wahnsinnigen Angst vor Pokémon, hey. Also ich habe mir gedacht, dass ein Ranger sicher weiß, was in so einer Lage zu tun ist. Denke, du schaffst es, den Miltank zu beruhigen, ne? Jo, schaff ich schon. Bist du bereit? Jo! Na dann, let's go. Ich werde genau hier sein und dich anfeuern. Was für ein Spaß. Egal. Wenn man den Auftrag angenommen hat, dann hat er dieses rote Rufzeichen mit gelber Umrandung. Egal, weiter. Das Miltank fangen, mein erster Auftrag. Yeah! Fangen das Miltank! Okay. Und du hast mit 3. Ah, stimmt. Miltank ist sehr langsam, Leute. Also ist einer der Pokémon, die einfach zu fangen sind. Einfach so richtig durchgehen hier. Ah, verdammt. Aber es geht weit, meine Güte. Einfach zu fangen, kein Problem. Sehr langsames Miltank. Miltank wurde verzeichnet registriert. Es greift an, indem es Schockwellen erzeugt und wild umherrast. Also Schockwellen hat es bei mir nicht gemacht, nur umhergerast ist es. Kein Schaden, yeah. Und fast Level Up für mein Funcom. So gehört sich das, Leute. Und, Miltank wieder beruhigt? Ja. Juhu, jawohl, es soll so sein! Du hast es mir einmal aus der Patsche geholfen, hey! Auftrag geschafft! Und für jeden Auftrag, den man schafft, bekommt man was. Für jeden! Auch für diesen in diesem Fall. Und so bestätigt, dass du einen Auftrag geschafft hast. Immer wenn du einen Auftrag abschließt, gibt es einen Auftrag über ein Problem, hilft Belohnung, ne? Du hältst Power-Up-Daten als Zusatzoption zum Aufrüsten deines Funcoms. Und manche davon sind richtig wichtig, Leute. Wir senden jetzt deine Power-Up-Daten. Juhu! Also der Mensch muss was tun, damit sein Funcom richtig geil wird. Ich erhalte die Pflanzenabwehr. Das heißt, ich habe vor Pflanzenattacken eine kleine Resistenz. Ich halte nicht mehr so viel Schaden. Das zeige ich jetzt mal kurzerhand. Das war unter Funcom. Da steht jetzt Pflanze minus 3. Ich bekomme für jede Pflanzenattacke minus 3 Schaden. Also wenn ihr zum Beispiel eine Pflanzenattacke mit 6 Schaden kommt, macht diese nur noch 3 Schaden. Wenn eine Pflanzenattacke 2 Schaden macht, macht sie keinen. Ist richtig geil und es gibt viel mehr Leute. Also wenn man das ganze Feld hier ansieht, meine Güte. Da ganz rechts sieht man ein leichtes Blau, das ist für den Funcom selber. Also ich kann länger Kreise ziehen oder ich kann besser aufladen. Und die roten, die sind... Ja, später wichtig. Auf jeden Fall, die Grauen sind für Statusresistenz, könnte man sagen, oder Attackenresistenzen. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Upgrades für den Funcom. Und jeder Auftrag gibt einen. Schauen wir mal weiter, ob es einen weiteren Auftrag gibt. Ich glaube mal nicht. Ach doch, einen. In Schickolingen. Wo war es nochmal? Ah, Schickolingen. Geh ich gleich hin? Mach ich auch gleich, dann kann ich meinen Funcom nochmal ein bisschen aufrüsten hier. So, auf geht's, meine zwei Pokémon. Gerok und Pachirisu! Pachirisu!
Pachirisu ein bisschen geübt mit der Synchronstimme. Staralili kann ich gut, aber Pachirisu ist das wirklich so ein Pokémon, da muss man mit der Synchronstimme ein bisschen arbeiten hier. Oder Gerak! Geht auch ziemlich geil ab. So, Knospi, ihr könnt mich mal, ich gehe einfach mal so knallhart vorbei. So, in Schikolingen, in meiner Heimatstadt ist schlecht gesagt. In der Stadt, wo meine Eltern wohnen, könnte man sagen. So, hi. Ranger, kannst du mir bitte helfen? Wir möchten, dass du die Brücke in der Nähe der Schule untersuchst. Als ich dort mit meinen Freunden spielte, hörten wir ein merkwürdiges Rufen. Die Rufe kamen von unterhalb der Brücke. Oh, ich glaube, es ist ein Pokémon, aber meine Freunde behaupten, es ist ein Geist und mir Angst machen. Falls es wirklich ein Geist ist, dann wäre es schrecklich. Kannst du auf den Grund gehen? Jo, mach ich mal. Super, das ist nämlich mein Auftrag, nicht wahr? Jo, Auftrag angenommen. Yeah. Na dann, auf zum Auftrag. Wo war da nochmal die Schule? Muss ich mal kurz auf die Karte schauen. Die Schule. Ah, oben, okay. Ja, ja. Die war oben, nicht hier, sondern weiter oben. Na dann, hinaufgehen. Und nicht wundern, Leute, der Charakter ist so langsam. Also, dass es so langsam geht. Das wird sich später allerdings ändern. Man hat nämlich mehrere Möglichkeiten später dann, dass der Charakter, ich sag mal, bis zu dreimal so schnell ist. Oder gleich einen ganz anderen Ort hingeht. Aber ich will jetzt mal nicht spoilern. Ich will nur sagen, es gibt hier bessere Sachen, als wie nur so herumzulaufen. So, und ich will weiter hier. Den nächsten Auftrag. So, in der Schule. Auf der Brücke soll es sein. Das ist gleich hier rechts. Ja, ja. Ich weiß wieder. Haspirohr. Tschüss. Ich brauche euch nicht. Euch braucht keiner. Scherz. Na, Haspirohr ist geil. Beziehungsweise Weiterentwicklung. Schlappohr. Kann schon was. So, auf der Brücke. Hier soll irgendwo was sein. Dieser Ruf ist nicht der eines Pokémon. Hier gibt es viele Geister. Was war es zu unheimlich, um zu sagen, dass es ein Geist war? Was zur Hölle? Ein Boyelin? Da war ein Boyelin unter der Brücke. Wow. Seht ihr, ist überhaupt kein Geist. Oh, natürlich nicht. Wir haben euch ja nur angenommen. Tut uns leid. Entschuldigt, dass wir dir so einen Strick eingejagt haben. Lass uns Freunde sein, in Ordnung. Jetzt gibt's gleich eine auf die Fresse. Ja, Freunde. Ah, so leicht geht das hier. Wenn es im Wildlife auch doch nur so wäre. Danke, dass du deinen Auftrag angenommen hast. Tja, Leute, das war der Auftrag. Einfach ein Boilin finden. Wer Scherzkeks hat das hier programmiert? Egal. Dafür bekomme ich natürlich eine Belohnung, für einfach hierher zu gehen. Und so bestätigt, ja, bla bla bla, Power-Up-Daten senden. Leider sagt die Urs hier immer das gleiche. Wasserabwehr halten. Wasserattacken machen minus 3 Schaden. Yeah! Davon gibt es natürlich noch ein Upgrade. Also das Wasserattacken minus 6 machen, minus 9, minus 12. Ich glaube, es geht bis minus 15. Wobei das letzte schon richtig krass ist. Ihr seht, ich gehe hier gerade ein bisschen zurück in die Schule. Ich glaube, hier war doch was, oder? Was, verschlossen? Was zur Hölle? Ich wollte da durch und den Fenster rechts hinten sprengen. Ach, okay, wenn verschlossen ist, dann halt nicht. Meine Güte. Aber ich glaube, das waren jetzt alle Aufträge, die ich jetzt haben kann. Schauen wir mal. Aufträge. Nein. Zurzeit sind keine weiteren Aufträge. Damit Aufträge gekommen, muss ich in der Story weitermachen, Leute. Also nicht wundern. Und das Gehrock, das begleitet mich einfach mal Schritt auf Schritt. Genau wie mein Pachirisu. Pachirisu. Ach. Irgendwie kommt mir vor, als Pachirisu, drehe ihm ein bisschen durch hier. Oder kommt mir nur das so vor? Naja, es ist ein aufgedrehtes Pokémon nach seiner Initiative. Initiative von 95, hallo! Ist so schneller wie jedes Pikachu. Rums! Was war das? Alter, was war das denn? Es war nicht schön, auf jeden Fall. Wow, was ist da? Du hast das allein hergebracht? Oh mein Gott! Du hast das auf einer Schulter getragen? Also, wow, resolute Ute! Du bist wirklich bei weitem Almias stärkste Person! Das unheilvolle, pulsierende Geräusch ging von dieser kuriosen Maschine aus. Die Pokémon in der Nähe schienen zu leiden. Es war, als ob sie unter Hypnose ständen. Zudem konnten wir sie bei unserem Fangversuch nicht als Freunde gewinnen. Pokémon unter Hypnose? Und unmöglich zu fangen? Lass mich das mal zum Analysieren auseinandernehmen. Oh, Moment, nicht so schnell! Wir lassen das erste von Professor Hastings von der Menschenvereinigung untersuchen.
Dummerweise ist der Professor gerade auf Geschäftsreise in der Fiore-Region. Die ist irgendwo nirgendwo. Wir müssen also seine Rückkehr abwarten. Ich werde das aber auseinandernehmen! Hör zu, Eleonora! Professor Hessen wird sich das ansehen, sobald er von der Reise zurück ist. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du musst leider noch ein bisschen warten. Die arme Eleonora. Aber was war das jetzt vor allem für ein Rums, Leute? Unheilvoll, unheilvoll hier. Es geht hier richtig zur Sache langsam. Was ist das wohl wahr? Könnte ja alles gewesen sein. Mann, der Speicher dauert wieder mal lange hier. Salle, hi! Ich möchte zerlegen! Hi! Diese Maschine war doch nicht so leicht, wie ich zuerst dachte. Schätze, ich kann höchstens zwei davon gleichzeitig tragen. Modell. Höchstens zwei. War das genug für einen Tag? Jo, viel erlebt. Okay, es war gute Arbeit für heute. Und da ich keine Aufträge mehr habe, muss ich in der Story weitermachen. Am nächsten Tag. Wieder mal. Upsa. Jetzt weiter hier. Jo. Am nächsten Tag. So, guten Morgen wieder, Leute. Was geladen? Spanni, das guten Morgen, ey. Wir haben größere Ärger. Großen Ärger. Leute, der Brisefroh steht in Flammen. Oh, what the hell? Ich habe es eben von Fröhlich gehört, der auf seinem Spaziergang war. Luana, was macht sie da? Luana? Morgen! Hat wer seinen Toast anbrennen lassen? Dieser Geruch hat mich geweckt. Oh, hallo, Chef. Toast? Luana, dieser Geruch ist kein Toast. In Brisefrost brennt es. Werde wach und sieh zu, dass du mit dem Arian zum Brandherd gelangst. Lösch dieses Feuer, Ranger. Jetzt wollen wir schon Feuer spielen hier. Feuer! Feuer! Wir sind schon unterwegs! Feuer! Eine neue Mission, ein Feuer steht an. Oh mein Gott. Der Brisefrost liegt von Brisena aus gesehen im Norden, da oben. Jetzt hört mir aufmerksam zu. Eure Sicherheit ist am wichtigsten. Wenn ihr irgendwas tut, was euch in Gefahr bringt, macht ihr mich ziemlich sauer, hä? Komm, Shari, wir müssen uns heranhalten. Jo, sage ich auch so. Hi. Passt auf da draußen, Leute. Ihr kriegt das schon hin, okay? Ja, jo, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir hin. Ein Feuer löschen, jetzt müssen wir auch schon Feuerwehr spielen. Meine Güte, geht das hier los hier? Dann schauen wir mal, was hier los ist. Brisefrost. Mission, bekämpfte Brisefrost Feuer. Wow, hier sieht es ziemlich düster aus. Hier sieht alles okay aus. Das Feuer muss tiefer im Wald sein. Ja, aber es sieht hier so aus, als würde es hier schon schwelten. Also bald brennen anfangen. Ein Monera. Da ist ein kleines Mädchen. Moment, das Monera kenne ich vorher. Ach du liebe Güte, das ist die kleine Mara aus dem Haus neben der Basis. Der Wald brennt, Mara, du musst sofort nach Hause gehen. Mara kann nicht heimgehen und ich rede noch immer in der dritten Person. Maras Monera sind alle weggerannt. Drei von vier sind fort. Und sie sind alle in diesen Hort. Sie wollten einfach nicht mehr auf Mara hören und sind irgendwohin gerannt. Das ist ärgerlich, aber jetzt mach dir keine Sorgen, wir gehen deine drei Monera suchen. Das macht ihr echt? Verdammt, wir sind Rangers, dafür sind wir doch da. Gut, Mara wartet genau hier. Ich würde sagen, dass du von hier weg sollst, weil es brennt hier irgendwo und nirgendwo. Auf jeden Fall die Monera, den muss man finden. Und hier haben wir ein Kikugi. Ein Kikugi, das nehme ich jetzt einfach mal so mit. Als Eintrag, ein Kikugi greift an. Soweit ich weiß, kann das nur Kugelsaat, oder? Ja, Kugelsaat. Okay, dann los geht's! Ui, 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 ui. Meine Güte, bin ich heute wieder auf Fahrt. Auf schlechter Fahrt. Jupp. Au! Ja, ich nehme keinen Schaden, weil ich Pflanzenabwehr habe. Und ich glaube, Kugelsaat würde ein oder zwei Schaden machen pro Schuss. Kikugi, er schießt mit Saatkörnern, um anzugreifen. Yeah, Rang C, egal. Level up für meinen Funcom. Yes, so gehört sich das, Leute. Und was zur Hölle? Was ist das? Ein brennender Stamm und ein Haufen Knospi greifen an. What the... Ich probiere irgendwie alle gleichzeitig zu fangen, aber ist eine Art Unmöglichkeit. Ja, ist unmöglich. Alle gleichzeitig. Außer sie stehen ziemlich nah beieinander, dann geht's. Ach, das muss doch irgend... Ach, verdammt, lass mich doch. Ach, das war's. Einen nach dem anderen. Njong, njong. So, eins schon mal weg. Was macht die Kuikuke hier? Ich glaube, die sind alle in Auflauf oder so. Biong. Immer schön null Schaden abbekommen hier. Wiu. Und... Njup. Tschüss. Und die nächsten zwei sind die letzten zwei. Yeah.
Meine Güte, kommt doch endlich her, ihr zwei, es brennt hier. Raus mit euch. So. Meine Güte. 4 Knusper auf einmal. Phew. 40 Erfahrungspunkte gibt's das? Naja, hätte mehr geben können. Viel mehr. So, Knospi, weg jetzt. Mit euch. Ja, ja, schön. Weg. Diese Knospi, sie müssen aufgeschreckt worden sein, als der Baum plötzlich umgestürzt ist. Sie haben sich viel berührt, also können wir sie freilassen. Tschüss. Und passt bloß auf euch auf. So, und das mit dem brennenden Baustamm hier. Und was sollen wir jetzt machen? Wir können nicht mehr weiter, wir müssen dieses Ziel beseitigen, denke ich. Ein Schildock sollte mit diesen Flammen fertig werden. Jo, klickt man einfach mal an, da sagt es, man braucht Löschen 2, brennender Stamm. Man kann hier leider nicht ewig rumstehen, bis er abgebrannt ist, das geht leider nicht. Was aber ziemlich geil wäre. Man muss nur warten, irgendwann ist der Baumstamm weg und hey, hier haben wir einen Shinux. Ja, ich kenne so ziemlich alle Pokémon auswendig von der ersten in die vierte Generation hinein, Leute, also nicht wundern. Miam, 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 aua. Ich habe leider noch keinen Elektroschutz. Darum macht das Shinux noch ein bisschen Schaden auf meinen Fangkomm. Elektrofähigkeit überladen. Es entlädt Elektrizität aus seinem gesamten Körper, um anzugreifen. Aus seinem gesamten Körper! Nicht aus einem kleinen Teil, gesamten. Überladen ist eine Fähigkeit, wo ich nicht mein Funkom überladen kann. Nee, nee, das ist was anderes, Leute. So, und hier haben wir das erste Vonera. Das muss ich sogar mitnehmen. Aus technischen Gründen, so. Und so, ich weiß, macht Vonera nichts, was... Okay. Es macht nur ein bisschen Stampfattacke oder sowas. Und... Naja, Steinwurf. Steinchenwurf. Steinchenwurf, so heißt das. Ein kleines Steinchen. Mehr kann Vonera nicht. Seine Sprünge verursachen Schockwellen. Ferner wirft es mit Felsen, um anzugreifen. Felsen? Das war ein Mini-Steinchen. Wirklich Mini, ja? So, Vonera mit, das muss ich sogar mitnehmen. So, Kikugi, dich brauche ich zurzeit nicht. Also, tschüss, Kikugi. Kikugi! So, und den Baum hier, ich glaube, da kann man rausbekommen, ne? Tackle 1. Ne, Tackle 1 hat keiner jetzt bei mir. So, aber das Vonera, das gebe ich jetzt mal direkt mal zurück. Fehlen nur noch 3. Man sollte es auf jeden Fall zurückgeben, weil ansonsten hat man ein bisschen Teamprobleme. Ja, Vonera, vielen Dank! Fehlen noch 2! So, dann suche ich die auch mal. Die sind irgendwo mitten im Wald. Hey, der absolvierte Junge vom Strand. What? Ich bin kein Ranger und darum kriege ich kein Pokémon dazu, mir zu helfen. Stattdessen lösche ich die Flamme mit dem Wasserfluss. Hey, wenigstens einer, der hier hilft. Meine Güte. Man, wie war das hier mit dem Baum? Tackle 1, ne? Jo, dann nehme ich mal kurz das Kikuki hier und schaue, was ich von diesem Baum hier herunter tackeln lässt. Jung, 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 komm her, Kikugi. Schwarten und ouch. Immer falle ich drauf rein, dass der vierte Kugelsaft mich trifft. Immer und immer wieder. So, schneller fangen, egal. So, auf den Baum tackeln und schauen, was herunterkommt. Kikugi? Kikugi. Moment. So, jetzt zeige ich dich. Das war ein bisschen versteckt, aber jetzt habe ich's. Und tackle! Bam! Was kommt runter? Ein Hornliu! Wie süß, ein Hornliu! Ein Käfer-Pokémon, Käfergift nebenbei. Wird kaum benutzt, ich kann es auch gut verstehen, warum. Auch seine Weiterentwicklung. So, njong, 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 njong. Oh, es geht so richtig ab hier. Ich glaube, das war in einem Versuch, ne? Ja, ja. Gruppe Käfer, Buckelstecke Käfer. Es greift an, wenn es klebrige Seide spuckt. Yeah. Schnell fangen, fange einen Zug. Kein Schaden. Meine Güte, jetzt bin ich auch richtig abgegangen. Ja, Hornlio hat die Buckelstecke Käfer, die ich noch gar nicht vorgelesen habe, was die eigentlich bringt oder wie man sie machen muss. Da steht im Glossar, wie immer. Hinein ins Glossar und schauen. Das war da weiter unten. Buckelstecke Käfer damals. Verwende die Fangscheibe, um einen kleinen klebrigen Klumpen zu erzeugen. Ah, stimmt, das war ein bisschen krass, das. Führe die Fangkommscheibe von anwesenden Pokémon weg und der Klumpen dehnt sich wie ein Gummiband. Hebst du den Fangkomm nun an, schießt der Klumpen davon. Also so eine Art Ziehen, wie eine Art Bogen, könnte man sagen. Ziehen und dann schießen, wie eine Art Bogen. Ist am besten zu erklären, wie ein Bogen halt. Bogenschießen. Mit Käfer. Warum nicht? Mit Pokémon-Käfer! So, das Hornlio verfolgt mich. Und jetzt schauen wir mal, was im Wald abgeht.
Ob der Waldbrand nur so halb ist oder... Wow, aber okay. Ich sehe schon, Leute. Mein Gesicht fühlt sich ganz heiß an. Die Flammen werden immer stärker, je tiefer wir in den Wald kommen. Wow, hier sieht es richtig aus. Oh, das rote Ding da. Ist das nicht genauso wie die kuriose Maschine, die uns von der resoluten Ute mitgebracht wurde? Aber wir kommen hier nicht weiter, wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, das Feuer ist zu heiß, wir kommen hier nicht weiter. Jo, ich brauche das Schillock hier, damit ich weiterkomme. Also, es ist nicht nur ein einfaches Feuer, Leute, es ist wirklich ein sehr großes Feuer. Und der Schillock, komm mal her, ich brauche mal deine Hilfe. Wow, Arkenknarre. Eine lange Arkenknarre und jetzt her mit dir. Ich brauche deine Hilfe, Schillock. Also, der Waldbrand geht hier ab. Schillock, es greift an in das Wasser, das im Maul spukt, hat genau den gleichen Eintrag wie Shige. Außer es hat Fähigkeit Löschen 2 statt Löschen 1. So, Hornlio weg. Dich braucht irgendwie keiner hier. Dafür Schillock her. Schillock. Und hier brennt es. Und hier, man ist gesperrt, dass man nicht weiter darf. Man muss den Baumstamm da vorne entfernen mit Schillock. Dann kommt man weiter. Moment, das war... Ah, da. Andere Richtung. Das war andere Richtung. Dam, dam, bam, bam. So, hier. Komm her, Schillock. Njok. Löschen. Lösch das mal hier. Einen brennenden Baumstamm. Interessant ist, wenn man den löscht, dass der Baumstamm auch gleich mitgeht. Wenn wir gleich sehen. Und zisch. Flammen vom brennenden Stamm wurden rasch gelöst. Und der Baumstamm ist auch entfernt worden. Durch Wunder. Oh mein Gott. So, alle. Normale Leute, hier haben wir einen Pichu und ich glaube, hier ist ein Monera irgendwo. Ja. An die Moneras kann ich mich noch gut erinnern, die sind nervig ohne Ende. So, Monera, komm her! Njap, njap! Der schnellste Fang ever! Das war richtig krass jetzt. Schneller Fang, rasend schneller Fang und hast du nicht gesehen. Das gibt sogar den Rang S. Für ein ganz normales Monera nicht schlecht. So, Leute, wie man denn... Flammen entgegenkommt, werde ich euch nächstes Part sagen. Also, es ist hier Waldbrand! Das Monera abgeben und dann zum nächsten Part übergehen. Also, das Spiel ist sehr lange, sehr gestreckt schon mal. Vor allem, wenn man sich zu langsam bewegt. Okay, Leute, im nächsten Part sehen wir uns wieder hier. Ich muss hier gleich weiter aufnehmen. Es brennt hier überall! Bis nächstes Part und ciao! Wahnsinn! Feuer!